Hallo. Hallo. Geh schon auf, du blödes Ding. Was ist los? Keine Ahnung, das Schloss klemmt und der Spind geht nicht auf. Kannst du mir bitte helfen? Bitteschön. Eigentlich könntest du mir bei noch etwas helfen. Und bei was? Ihr bringt etwas Neues auf eurer Website heraus und mich interessiert brennend, was das wohl sein könnte. Tja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich darf nichts davon verraten. Na los, Simon. Ich kann Geheimnisse für mich behalten. Das bleibt nur unter uns beiden. Tut mir leid, Amber. Aber ich glaub dir nicht. Heißt das, du vertraust mir nicht? Du vertraust mir nicht? Nein. Das ist gemein. Wenn du möchtest, dass ich dir vertraue, dann musst du auch etwas dazu beitragen. Überdenk mal deine Haltung. Ich bin nicht die Einzige, die ihre Haltung überdenken sollte. Echt? Nein. Wie soll ich dir beweisen, dass du mir vertrauen kannst, wenn du mir keine Chance gibst? Naja, ist ja auch unwichtig. Du beweist einmal mehr, dass du genauso bist wie die anderen. Du hältst mich für was Abscheuliches, ein Ungeheuer. Nein, das stimmt nicht. Absolut nicht. Ehrlich. Dann beweise es mir, Simon. Sag mir, was euer Plan ist. Hallo, wie geht's? Alles okay, Cousinchen? Ja. Hey, wir reden dann später. Ciao. Was läuft hier, Simon? Wir haben uns nur unterhalten. Ja, das war nicht zu übersehen, aber du verrätst doch nichts von unserer Überraschung, oder? Nein, niemals. Sie hat mich gefragt. Aber ich habe ihr nichts verraten, denn ich vertraue ihr immer noch nicht. Warte. Soll noch nicht bedeuten, dass du daran denkst, es doch zu tun?